weil ich, die wissen jetzt, ich stehe hier bereit. Deswegen braucht man hier auch noch nicht angelaufen kommen. Oh, ja, oh, etwas schneller, bitte, danke. Und wieder einen erledigt. Dum, 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 dum. Und da kommt der nächste angelaufen. Maus, was machst du? Och, ist nicht wahr, oder? Komm, das ist jetzt so langsam, wird es echt witzlos, was hier abgeht. So, an deinem Bart, so. Wenn es denn nicht anders geht. Und jetzt kommen sie wieder von unten. Jetzt kommt der Spaß wieder. Ist das da eine? Komm schon, ich will ihn sehen, aber er darf mich nicht sehen. Ja, hier zeige ich, wer der Stärkere ist. Zeigen Sie es denen. Ich versuch's, Well. Da drüben. Komm schon, das muss doch hier die erwischen, ey. Ich schmeiß den Handgranaten direkt vor die Füße. Da, laut Minimap, direkt in ihm explodiert. Aber glaubt ihr etwas interessiert den NPC? Alter Vater, stell dich da nicht so hin, dass ich dich nicht sehen kann. Was, komm da raus und campen? Nein, das ist eine Granate, das ist Granate. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Ah, da sind nochmal zwei. Kümmern wir uns erst um den. Komm. Leg dich hin. Egal, waren zwei Schuss, die ich gebraucht habe, aber der Typ ist hinüber. Und jetzt kommt hier unten einer her. Unter der Brücke? Nein, auf der Brücke! Du bist am Ende! Ey, Maus! Das ist ihm gerade nicht gut, was du hier abziehst. Und genau, ich hau mit der Maus mal auf mein Mauspad und dann ist das Spiel der Meinung, oh, was denn jetzt los? Jetzt versteht die Welt nicht mehr. Ist alles komisch geworden. Ah, jetzt funktioniert die Maus auch wieder so, wie sie soll. Herrlich. Herrlich. Leichte Schläge ob den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Auch bei Mäusen. Nein, diese Maus hat schon so viel mit mir durchgemacht. Also, nicht wundern. Die ist echt einiges gewohnt. Und ich weiß auch, wie man mit ihr umgehen muss. Das war jetzt nur ein leichter Klaps. Das hörte sich schlimmer an, als es wirklich war. Müsst da keine Angst haben. So, erstmal hier wieder alles untersuchen, denn ich brauche jede Menge Heilung. Im Kühlschrank was drinnen? Nein. Ist natürlich schade. Wer läuft hier währenddessen einfach irgendwo herum? Wo ist auch egal. Dringen Sie in die Waffenkammer ein. Das ist unsere Aufgabe, ne? Das erscheint mir möglich. Was war das für ein Geräusch? So, vom Knie aufwärts abgeschossen. Oh, ein bisschen Leben. Und wer weiß, was die hier wieder für wilde Experimente gemacht haben. Ich weiß es nicht. Und ich kümmere mich da auch nicht weiter drum. Nein, ich will darum. Denn unsere Aufgabe ist es, hier zur Waffenkammer vorzudringen, beziehungsweise da einzudringen. Deswegen. Block. Irgendjemand wurde von der 100. Sekunde hier aufgenommen und hey, ja, das Spiel fängt wieder super an, würde ich sagen. Denn ich habe mittlerweile mein drittes oder viertes Standbild. Also ich glaube, ich starte gleich auch mal den PC neu. So. Ja, ne, der neueste DirectX-Kartentreiber drauf und den ganzen Blödsinn. Hast du was gesehen? Ah, das interessiert das Spiel ja nicht, denn... Siehst du was? Wenn die Grafikkarte irgendwann mal schlapp macht, dann macht sie halt eben schlapp. Er ist es! Ist alles okay? Oh, 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 oh! Warum bin ich jetzt hier reingerannt? Ach, Moment, da kommt noch einer. Ey, es ist doch unglaublich, was ihr aushaltet! Jetzt fall endlich um! Ist nicht wahr!
Ist nicht wahr? Wie gefällt dir das? Ein einzelner Typ bringt uns beide fast um. Pff. Boss oder was hier? Bist ein Boss gewesen? Wenn ja, dann sag es. Wenn nein, dann schub's Well beiseite. Ich... Okay, ich hoffe, ich finde hier vielleicht noch ein bisschen Leben drin, ne? Denn der letzte Speicherpunkt war auf der Brücke und da habe ich keine Lust, das alles wieder von vorne durchziehen zu müssen. Leben? Irgendwas? Munition ohne Ende. Na toll. Kommen Sie her. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Nun, das nenne ich mal Service. Ich übernehme das Steuer. Mit Vergnügen. Oh Gott. Was soll ich machen? Vorne drauf oder was? Oh oh. Seien Sie vorsichtig. Kriegers beste Männer bewachen die Labore. Ich wusste doch, dass da noch was kommt. Wir kümmern uns. Ich auch. Sind wir schon zu zweit. Wunderbar. Ja, Ladebildschirm schneiden wir natürlich wieder raus. Freier wird der Weg nicht mehr werden. Oh, und noch was. Wenn die Atombombe explodiert, könnten seltsame Dinge geschehen. Es könnte passieren, dass sie mit Mutagen kontaminiert werden. Sie sollten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Vorsichtsmaßnahmen? Sowas wie, während Sie eine Atombombe zünden, bitte nicht daneben stehen bleiben? Ich meine es ernst. Auf dem Gelände müsste sich ein Serum namens Z-Faktor 7 befinden. Dieses Serum war dort früher in Mengen vorrätig. Lassen Sie uns die Atombombe vorbereiten und danach das Serum holen. Was soll das hier werden? Ein schlechter Agentenfilm? Ihretwegen komme ich hier noch um. Ja, und weil wir ihretwegen hier fast umkommen, und ich glaube, das war jetzt hier auch wieder ein Speicherpunkt, oder? Müsste eigentlich, hat sie eben gerade entschieden, dass wir doch noch weitermachen. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal eine Pause machen, aber... Okay, das reicht. Hey. Wir bringen das hier noch hinter uns und dann verschwinden wir von hier. Während Sie die Gegend sichern und den Aufzug holen, sollte Val die Bombe beschützen, Jack. Okay. Gut, unsere Aufgabe ist, begeben Sie sich hinein und rufen Sie den Aufzug. Aber das mache ich erst beim nächsten Mal. Das reicht jetzt erstmal eine Aufnahme, was ich euch präsentieren kann. Der Rest folgt später. Ich bin Herr Lund 1986. Wir spielen Far Cry. Bis dann.